Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eldarum, zu einem neuen Part Pokémon Y mit dem Zwergenfürst. Und da sind wir zurück in Yantara City. Und heute geht's hier weiter im Turm der Erkenntnis. Auf geht's. Und was gibt's Neues? Meine kleine Cousine, die Hüterin der Geheimnisse der Mega-Entwicklung, sie erwartet dich auf der Spitze des Turms. Ah, okay. Na dann, wollen wir mal Zwergenvieh auf dem Weg zur Spitze des Turms. Auwei. Ein Kämpfer? Nur jene, die sich als würdig erwiesen haben, dürfen den Turm der Erkenntnis erklimmen. Und du bist einer dieser Glücklichen. Darfst passieren. Ach so, okay. Dann begeben wir uns mal nach oben. Und ganz da oben. Nö. Sieht nicht so aus. Hier wohnt noch jemand. Die Mega-Entwicklung ist nur eines von vielen Dingen, zu denen Pokémon imstande sind. Mir sind auch die Pokémon lieb und teuer, bei denen keine Mega-Entwicklung ausgelöst werden kann. Okay. Na dann. Mr. Mega ist ein Nachfahre jenes Trainers, der bei seinem Lucario die allererste Mega-Entwicklung ausgelöst hat. Und du bist ein Lucario. Okay. Dann mal eins tiefer, oder? Oder eins höher. Ja, es geht noch höher. Jetzt können wir hier mit allen sprechen, oder was? Da müssen wir mal runter. Auf der ersten Etage nochmal mit den Leuten sprechen. Dann gibt es noch einiges zu entdecken. Wusstest du, dass der richtige Name von Mr. Mega eigentlich Kumbre lautet? Wusste ich. Ist bekannt. Vor langer Zeit kam ein Trainer in Begleitung eines Lucario in dieser Region und fand zwei sonderbare Steine. Man erzählt sich, dass sich daraufhin die weltweit allererste Mega-Entwicklung zugetragen haben soll. Aha, hier fahren wir also ein bisschen. Hier erfahren wir über die Mega-Entwicklung und über Mr. Mega und die ganze Geschichte hier. Das wird uns hier erzählt. So, was habt ihr hier zu erzählen? Dafür, dass du extra hergekommen bist, möchte ich dir das hier geben. Fußtritt. Kriegst einen Fußtritt dafür, dass du hergekommen bist. Jetzt verschwinde. Mir ist da ein Gedanke gekommen. Wir Menschen denken ja immer darüber nach, wie man Pokémon die Kräfte entlocken kann, die in ihnen schlummern. Vielleicht ist das so eine Art Zeichen, dass wir alle Möglichkeiten ergründen sollen. Okay. Professor Platon hat in seiner Jugend hier trainiert, um die Mega-Entwicklung zu erforschen. Platan? Achso, das ja, stimmt hier. Pokémon Y. Ich habe gerade an Kukui gedacht von Pokémon Y, von Pokémon Sonne und Mond. Aber den kennt man ja hier noch gar nicht. Er soll aber relativ schnell aufgegeben haben, weil er der Meinung war, nicht genug zu sein. Aha, interessant. Sehr interessant. Wir sind eigentlich oben angekommen. An der Spitze des Turms. Auf der Aussichtsplattform. Aha. Ich finde es einfach toll hier. Wenn ich gemeinsam mit meinen Pokémon den Blick gen Himmel wende und einfach nur die Seele baumeln lasse, dann verschwinden alle Sorgen und nichts scheint mehr unmöglich. Danke, dass du den weiten Weg hierher auf dich genommen hast. Es ist vorgeschrieben, dass der Mega-Ring hier oben überreicht werden muss.
damit wir niemals vergessen, stets nach Höherem zu streben. Hier, bitte sehr, der Megaring. Zwergenvieh hat den Megaring an ihrem linken Handgelenk angebracht. An dem linken, nicht an dem rechten. Sonst wäre so manche Bewegung vielleicht ein wenig falsch. Gib den richtigen Megastein einem Pokémon zum Tragen, bei dem du die Mega-Entwicklung auslösen willst, und schicke es in den Kampf. Du kannst die Reaktion eines Pokémon auf den Streit, auf den Stein, meine Güte, so dann mit einem Augen, mit eigenen Augen sehen. Ja, das ist ganz phänomenal. Nun, Kario, was ist los mit dir? Kario! Witz. Sag, Lucario, willst du etwa lieber auf der Seite dieses Trainers kämpfen? Kario. Kaum zu glauben, Lucario fühlt sich mit sich einem fremden Trainer auf Reisen verbunden als mir. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Du bist und bleibst mir ein Rätseltrainer, aber gerade das gefällt mir an dir. Was hältst du von einem Kampf? Du trittst mit meinem Lucario gegen mich an. Ich werde auch mit einem Lucario antreten. Genau ein Kampf, Lucario gegen Lucario. Beide Seiten sind mit Lucario nicht ausgerüstet und kämpfen mit nur einem Pokémon. Was sagst du? Natürlich. Auf geht's. Ich bin bereit. Vielleicht treibt sein Ehrgeiz dazu an, sich mit meinem anderen Lucario zu messen. Oder liegt es bloß daran, dass es mit dir auf einer Wellenlänge liegt? Finden wir es heraus. Los geht's, Lucario! Gib alles! Eine Herausforderung von Erbfolgerin Conny. 1-1. 1-1. Los, Lucario! Okay, der Kampf der Giganten. Mega-Entwicklung. Und Steigerungshieb. Lucario nicht reagiert. Let's go. Auf geht's. Los, Lucario. Entwickle dich. Lucario hat sich zu Mega Lucario entwickelt. Lucario hat sich zu Mega Lucario entwickelt. Lucario setzt dein Jungsieb ein. Sehr gut. Es hat schon reingehauen. Das aber allerdings auch. Es haut beides ordentlich rein. Steigerungssieb nach wie vor. Steigerungssieb. Mach's alle. Sehr gut. Lucario wurde besiegt. Du wurdest besiegt. Du und dein Pokémon-Team, ihr verfügt wirklich über eigene einzigartige Kräfte. Wow, Mega Lucario. Und beide haben bis zum Umfallen gekämpft. Mit so einer starken Verbindung zu Pokémon macht dir in Sachen Mega-Entwicklung einfach niemand etwas vor. Lucario, hättest du nicht Lust, Lucario mit auf deine Reise zu nehmen? Ihr wirkt irgendwie wie ein unschlagbares Team auf mich. Also, was sagst du? Lucario. Lucario starrt Zwergenvieh unentwegt an. Nimmst du es mit auf deine Reise? Dein Team ist leider voll, wie ein Pokémon, das in die Box geschickt werden soll. Oha. Lucario erhalten. Ich habe Balgoras auf die Box geschickt. Habe ich mich dafür entschieden. Einen Spitznamen. Möchte ich ihm einen Spitznamen geben.
Jetzt wird der Name gar nicht angezeigt. Aber ich zeige ihn euch gleich an. Ja, ich habe mir einen schönen Namen ausgesucht. Solange Trainer und Pokémon einander Mut zu sprechen und warmherzig füreinander sorgen, hat jeder einen Grund zum Lächeln. Kario. Okay, wir sehen uns im nächsten Kampf. Mist. Nun wird nur der obere Bildschirm hier. Ich habe den unteren Bildschirm leider nicht mit drauf. Da passiert auch nicht so viel auf dem unteren Bildschirm. Wir haben bald den nächsten Kampf. Dann seht ihr es hier. Vielleicht in diesem Part auch schon. Sehr wahrscheinlich in diesem Part auch schon. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, kommt hier gleich eine Herausforderung auf mich zu. Okay, ich hatte es falsch in Erinnerung. Aber egal, wir werden wohl bald mal wieder mit jemandem kämpfen. So, dann erstmal ins Pokémon Center. Und dann geht's weiter voran in die nächste Stadt. Oder schauen wir mal, wie wir dann vorankommen. Pokémon Center. Vielleicht wird es da oben. Ja, der Name wird nicht angezeigt. Wir sehen es beim nächsten Kampf. So, ich vermute mal, da lang geht's jetzt als nächstes. Rivalenkampf, was sonst? Hey, hier, du kannst bestimmt, das kannst du bestimmt gebrauchen. Vom 03 Surfer. Das kann ich durchaus gebrauchen. Mit VM Surfer kannst du über Wasser überqueren. Ich werde dich wieder herausfordern, denn so werde ich immer stärker. Schließlich hatte ich das Glück, dich zu treffen und mit dir gemeinsam meine Reise zu machen. Ach, jetzt noch nicht. Na toll. Gut, dann wissen wir auf jeden Fall, hier ist es richtig. Hier geht's weiter. Wir haben ein paar NPCs, mit denen wir reden können. Mein Pokémon im Pokéball und ich so auf der Bank. Lyrisch. Lichterisch. Da draußen auf dem Bauernhof. Wenn du da auf ein Mehike reitest, wirst du sehen, was für ein Spaß das macht. Na, werden wir vielleicht sehen. Na, was hat die Empfangsdame zu sagen? Willkommen, dieses Tor führt dich zur Route 12. Da bin ich scheinbar richtig. Route 12. Trainer? Kein Trainer. Dieses herzensgute Labras hier hat mich einmal vor dem Ertrinken gerettet. Ich fühle mich richtig schlecht, weil ich mir nicht leisten kann, ihm große, weite Welt zu zeigen. Ein starker Trainer wie du, der sogar den Raufohren besitzt, hat natürlich ganz andere Möglichkeiten. Würdest du eventuell dazu bereit erklären, mit Labras auf die Reise zu nehmen? Warte, es sieht so aus, als könntest du keine weiteren Pokémon mehr mitnehmen. Wenn du mein Labras später abholen willst, sprich mich einfach nochmal darauf an. Gut, dann müssen wir nochmal zum Pokémon Center. Das Labras nehme ich natürlich mit. Wir kommen hier kein zweites Mal vorbei, daher. Labras wird mitgenommen. Ich glaube, das nehme ich nicht mit ins Team. Oder? Ja, glaube ich nicht. Was wir Pokémon haben, aber ich nehme es trotzdem mal mit. Können wir auf die Box packen. Ach, jetzt habe ich das Team nochmal geheilt. Ja, gut. Doppelt schadet nicht. Hilft aber auch nicht. Hilft nicht, schadet auch nicht. Zu wen packen wir jetzt gerade auf die Box? Kurz mal auf die Box. Ich packe mal kurz Lea auf die Box. Ich nehme sie dann gleich wieder mit. Jo. Nehmen wir uns das Labras und dann nehmen wir Lea wieder mit. So sieht's aus. Kurz mal, um das Labras zu bekommen. Einfach nur, um das zu haben. Der Vollständigkeit halber. Dieses Herzensgut Labras, ja okay, das hatten wir schon. Ich nehme es. Geht klar. Labras erhalten. Das hat man in Pokémon Gelb Edition in dem
Nee, kein Spitznamen, kein Spitzname. In Pokémon-Dimension hat man das schon im Rockets-Rüpel-Versteck bekommen. Slabras von einem herumstehenden Trainer. Hier auch von einem sehr herumstehenden Trainer. Random NPC. Mach's gut, mein Labras. Schwimme durch die schier unendlichen Weiten der Kalos-Region. Da musste ich leider enttäuschen. Ich werde es leider gleich wieder auf die Box packen, aber wir können ihm ja erzählen, dass wir es mit ihm durch die Gegend geschwommen sind. Ja. Ist ein bisschen böse, aber ja. Nein, 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 nicht heilen. Muss nicht noch ein drittes Mal sein. Das Team ist geheilt. Und die Lea gerade mal gegen das Labras tauschen. Labras gegen Schlock tauschen. Mein Starter-Pokémon ist ja. Starter-Pokémon ist ja Markus. Es hat jetzt keinen Namen, das Labras, aber. Ja, hier sehen wir übrigens den Namen von dem Lucario. Ich habe es Noah genannt. Grüße ihn raus. An einen treuen Abonnenten. Teuer ist er nicht, aber klingt so, als hätte ich ihn mir gekauft. Ja. Ein treuer. Teuer ist er mir auch. Ganz teuer, liegt mir sehr am Herzen. Alle meine Abonnenten sind mir teuer. ist ja auch ein anderes Wort für wichtig, wertvoll. Der Zubucht, alles, sogar das Leben selbst hat seinen Ursprung in weiten Ozeanen. Ja, jetzt kann ich auch so fein sitzen, ist fast nicht nötig. Ich will hier mal kurz noch ins hohe Gras gehen. Entdecken wir noch ein gutes Pokémon. Oder gerne auch ein süßes. Plaudergei. Das fange ich auch, das packe ich auf die Box, aber ja. Plaudergei wird mitgenommen. Aquavelle würde ich sagen. Nice. Da haben wir auch noch einen Kampf hier, einen richtigen Kampf. Naja, nicht, dass der Lucario-Kampf falsch gewesen wäre, aber ja, haben wir hier mal was vernünftigen Straßenkampf. Na komm. Mach's nicht gleich alle. So viel dazu. Na gut, ein bisschen Training. Eigentlich wollte ich es fangen, aber was soll's. Level 30 für Papageno. Erfahrungspunkte. Vielleicht kriegen wir hier noch gleich eins. Nein, nur ein Fleekmon. Ein wildes Fleekmon erscheint. Du bist entkommen. Okay, dann lassen wir das mal hier im hohen Gras. Können wir Frau im Surfer hier jemanden beibringen? Sehr schön. Surfer, los, Labras. Surfer. Großartig. Oh, schön animiert. Ein Trainer. Sehr schön, Wassertrainer. Die Wellen und ich, sonst niemand. Nur die Wellen und ich und Meeresrauschen. Eine Herausforderung von Paolo. Labras. Schwimmer Paolo mit Baldorfisch. Und Body Slam. Versuch's mal damit. Ist vielleicht effektiver gegen Wasser. Als Wasserattacken. Ja, Wasser gegen Wasser ist vielleicht nicht ganz so intelligent, aber ja gut.
So, na komm, den kriegen wir jetzt noch besiegt. Und wenn ich mit Lapras, dann mit meinem anderen Team-Pokémon. Es sind nur zwei Pokémon. Na komm. Der DS blinkt, der 3DS blinkt schon rot. Der war eigentlich vor der Aufnahme noch in Ordnung. Oha. Müssen wir mal gucken, dass wir hier den Part gleich noch beenden, bevor es zu Ende geht. Na komm, ein bisschen Training für Lapras. Das kriegen wir hin. So, Aquawelle. Das ist meine einzige effektive Wasserattacke hier gerade. Warum auch immer der Gesteins-Pokémon hat auf dem Wasser. Da gab es ja dieses schöne Ding hier bei Pokémon bei Pokémon Feuergrün, weil kein Stein einfach versunken ist. Feuergrün muss ich auch irgendwann mal spielen. Momentan eher Pokémon Uranium, aber Grasfeld. Okay, für Lea. Was kann das? Nix kann das. Jo, Grasfeld nicht erlernt und Paolo besiegt. Ich habe verloren, nicht ganz alleine. Nein, mein Team und ich spiele ganz alleine. Ein bisschen Geld gewonnen. Siegreich aus dem Kampf hervorgegangen. So, und voran geht's. Oh nein, schon der nächste Trainer. Ich reise ziellos in der Weltgeschichte herum, weil mir der Großstadtstress zum Hals raushängt. Ich sag schon mal, der mich noch ungesetzlich gefallen haben, ist nur ein Pokémon. Vielleicht kriegen wir das noch hin. Es kann sein, dass der DS gleich ausgeht. Der 3DS. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Habt einen angenehmen fürstlichen Tag. Haut drinne. Ciao, ciao. Und jetzt kämpfe ich hier noch ein bisschen. Oder nicht.